Traumspiel für den Bezirksligisten TSG Rot. Im Rahmen des Fanmatches der Nürnberger Versicherung war der 1. FC Nürnberg zu Gast im Leonie-Sportpark. Nach einem gemeinsamen Gruppenbild führten Trainer Michael Köllner und Clublegende Heini Müller den Anstoß aus. So, Glückwunsch also. Anschließend erfolgte dann der offizielle Anstoß der Partie. Und nach diesem dauerte es nur knapp 50 Sekunden. Ehe Törles Knöll den nun folgenden Torreigen eröffnete. Erik Engelhardt erhöhte nur 5 Minuten später auf 2:0. Und Knöll legte im 5-Minuten-Rhythmus noch zweimal nach. Für das ein oder andere Kunststück sorgte unter anderem Neuzugang Matheus Pereira. Erst mit diesem Hackentrick und anschließend mit einem traumhaft verwandelten Freistoß. Naja, also ergebnismäßig nimmt man sich da nichts vor. Man nimmt das mit, das ist ein riesen Highlight für einen Amateurfußballer. Ja, wir wollten einfach mal schauen, uns einfach mal messen, mal gucken, wie weit man da mithalten kann, wie man sieht. Bei 11 Toren in der ersten Halbzeit können wir da nicht mithalten, aber ja, nee, es ist einfach ein Highlight für einen Amateurfußballer, mal gegen Profis zu spielen und einfach mal zu sehen, wie groß dann doch der Qualitätsunterschied ist. Nicht jede Chance des Club führte zu einem Treffer. Dennoch wurde es bis zur Halbzeit ein recht deutliches Ergebnis. Bauer Knöll zum 4. Mal. Pereira. Engelhardt. Knöll zum 5. Und erneut Engelhardt sorgten für eine standesgemäße Pausenführung. Bei so vielen Treffern kam auch die Anzeigentafel zwischenzeitlich ein bisschen durcheinander. Ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir auf jeden Fall im Rhythmus bleiben wollen, haben Gas gegeben von der ersten Sekunde an. Es lief dann bis zur Halbzeit ganz stark. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen, aber ich denke trotzdem, dass wir mit einem 17:1 auf jeden Fall zufrieden sein können. Nach dem Seitenwechsel feierte dann auch Neuzugang Virgil Misicjan sein Debüt. Doch er musste, ebenso wie die anderen, bis zur 54. Minute warten, ehe Simon Rhein das Toreschießen in Hälfte 2 eröffnete. Der junge Engelhardt erhöhte wenig später auf 13:0. Ehe sich auch Timothy Tillman in die Torschützenliste eintragen durfte.
der Halbzeit haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, ja, Simon und ich, wir brauchen jetzt noch eine Kiste. Simon hat es mir dann vorgemacht mit dem Kopf und dann habe ich ihn gefragt, warum er mich so unter Druck setzt, aber ich konnte dann noch ganz gut nachziehen und ja, deswegen bin ich auch ganz glücklich jetzt über meinen ersten Kopf. Für eine kleine Verschnaufpause sorgte dann der Wassersprinkler. Doch das konnte Erik Engelhardt nicht daran hindern, mit seinem 5. Treffer am heutigen Abend mit Törles Knöll gleichzuziehen. Anschließend konnte sich auch Roths Torhüter ein wenig auszeichnen. Ehe die eingewechselten Julia Kubo und Hanno Behrens auf 17:0 erhöhten. Der Schlusspunkt gehörte dann den Gastgebern, denen nach einem schönen Spielzug der viel umjubelte Ehrentreffer gelang. Ja, wunderschön, ne? Gegen den Bundesliga-Mannschaft trifft ja nicht jeder mal. Aber ich glaube, sie haben schon nachgeholfen. Also ohne weiteres wären wir nicht durchgekommen. Wir wollten weiter fit bleiben, ja. Dass es so hoch ausgeht, ja, wissen wir vorher auch nicht. Aber ich denke, war ganz okay. Auch für die Region hier war ein super Spiel. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und Klaus spielt sich unser Disney in den Knopf.